Klassischerweise ist jetzt im Herbst Drachensaison. Je enger der Ort, wo man steht, desto größer der Himmel, in den die Drachen aufsteigen. So muss es auf die Kinder in den Favelas wirken, den armen Vierteln von Rio de Janeiro, die da im Himmel ihre Drachen gegeneinander kämpfen lassen. Uli Neuhoff, dem gelang es, Zutritt in die Welt dieser Kinder zu bekommen. Der Wind bläst kräftig über der Favela Josina. Igor ist dann immer auf dem Dach. Seit ich 7 Jahre bin, lasse ich Drachen steigen, zusammen mit meinen Freunden. Wenn du was Böses denkst, dann lenken dich die Drachen ab, mich machen sie immer frei. Igor und seine Freunde leben weit oben in der verwinkelten Favela. Der beste Ort, um Drachen steigen zu lassen. Aber auch weit weg vom Zentrum der Favela im Tal. Wer hier nicht geboren wurde, verirrt sich schnell. Eine Welt für sich, arm, eng und meistens laut. Eine halbe Stunde brauchen wir, dann sind wir da. Am Drachenladen von Antonio, dem Besten, wie sie versichern. Antonio lebt vom Drachenbauen. Pipa heißen sie auf Portugiesisch. Ich muss schauen, ob der Stab gerade ist. Der Hauptstab in der Mitte muss gerade sein, sonst taumelt die Pipa nur. Wenn er krumm ist, dann hat es keinen Sinn. Ein bisschen fachsimpeln, ein bisschen rumhängen. Die Jungs und der Drachenbauer kennen sich. Ein paar Bambusstäbe und Seitenpapier. Je bunter, desto besser. Mehr braucht es nicht. Pipas sind ein preiswertes Vergnügen. Der teuerste Drachen kostet umgerechnet 80 Cent. Das können Sie sich auch hier im Armenquartier leisten. Beim Drachensteigen vergisst du alles. Du konzentrierst dich nur darauf, auf die Drachen. Wenn du mit jemand Krach hast oder Wut oder Sorgen hast, dann musst du nur aufs Dach gehen und einen Drachen steigen lassen. Da gibt es nur dich und die Pipa. Nichts kann dich dann mehr ärgern. Das hören wir immer wieder. Um hier zu überleben, braucht es Ablenkung. Drogenbanden beherrschen die Favela. Ohne ihre Genehmigung können wir nicht drehen. Nichts passiert hier ohne ihr Wissen. Deshalb sind wir auch auf Ricardo angewiesen. Er begleitet uns. Wenn die Polizei hier reinkommt, haben sie früher Drachen steigen lassen, um alle zu warnen. Heutzutage verwenden sie aber Feuerwerkskörper oder Funkgerät. Und so weiß auch jeder, dass wir hier drehen. Ein betrunkener Rapper will uns die Schönheit seiner Favela besingen. Dass seine Freunde in unserem Rücken schwer bewaffnet sind, dürfen wir nicht zeigen. Das Leben hier ist brutal. Sich dem zu entziehen, fällt schwer. Eine der höchsten Mordraten der Welt. Und zur Armut kommt die Ausweglosigkeit. Wer hier aufwächst, stirbt auch hier. Aus Josina kommen die Putzfrauen und Hilfsarbeiter von Rio und die Drogendealer. Ich danke Gott, dass meine Söhne nur Drachen steigen lassen. Und manchmal gehen sie auch surfen, sagt Igors Mutter. Sie machen nichts Falsches, das beruhigt mich. Wenn sie aber spät nach Hause kommen oder es einmal wieder eine Schießerei gibt, darüber mache ich mir dann Sorgen. Aber Mist bauen sie nicht, da bin ich sicher. Die Schule hat Igor trotzdem geschmissen. Sie lag in einem Viertel, das von einem anderen Drogenbaron kontrolliert wird. Da wurde es zu gefährlich. Manche meiner Freunde sind vom Leben enttäuscht, sagt der 14-Jährige. Haben schon Kinder in meinem Alter und keine Ausbildung. Die gehen dann zur Drogenmafia. So verwundert es nicht, dass Drachensteigen, eigentlich ein Kinderspiel, in der Favela die Unschuld verliert. Mit dem zerstoßenen Glas rüsten sie ihre Pipas auf. Am besten sind Neonröhren, die kann man am besten fein malen. Manchmal nehmen wir aber auch Eisenspäne.
Aber wenn die Drachen in die Stromleitungen kommen, dann bekommt man einen Stromschlag. Glasstaub zusammengemischt mit Leim. Diese Mischung kommt dann vorsichtig an die Drachenschnur. Nach dem Trocknen ist sie dann messerscharf, genau richtig für das, was dann kommt. Wenn du es schaffst, die Leine eines anderen durchzuschneiden, dann gehört die Pipa danach dir. Es ist ein richtiger Luftkampf, leise, aber voll konzentriert. Am Ende bleibt ein Drache in der Luft, der von Igors Freund. Je mehr Drachen du erbeutest, umso besser bist du angesehen, umso größer bist du. Du bist ein König. Nein, Mitleid habe ich nicht. Wenn wir schwach sind, dann erbeuten sie unsere Drachen. Warum soll ich Mitleid mit ihnen haben? Das lernen schon die Kleinen. Und sie lernen schnell in der Verwirrung.